Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jeder, der regelmäßig meine Videos schaut, weiß, dass ich aktuell eine Honda SH125 fahre. Und da ich jetzt voraussichtlich einige Arbeiten vornehmen werde, muss ich ja wissen, wie überhaupt die Verkleidung abgeht. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, nehme ich heute die Verkleidung ab. Also wirklich nur die Verkleidung abnehmen, gucken, wie sie abgeht. Und wenn ich weiß, wie sie abgeht, baue ich das danach wieder zusammen. Und immer, wenn irgendwas ist, weiß ich ja, wie sie abgeht. Das ist nämlich so eine Grundvoraussetzung für Schrauberarbeiten am Roller. Da lege ich auch mal direkt los. Ja, das Erste, was man natürlich immer am liebsten abhaben will, ist die Sitzbank. Und das ist hier bei der Honda SH125 wirklich richtig schön gemacht. Es sind einfach nur 4 Schrauben, die man lösen muss. Im Helmfach die Schrauben und vorne, wo die Beine sind, ist auch noch so eine Schraube, die kann man leicht übersehen, die muss man aber auch lösen. Also sind es insgesamt 5 Schrauben und mit ein bisschen Wackeln kann man dann die Sitzbank samt Helmfach einfach nach oben schieben und rausnehmen und man hat dann direkten Zugriff auf die allerwichtigsten Komponenten, sprich den Vergaser. Das ist natürlich eine super Arbeitshilfe, eine super Arbeitserleichterung, weil wenn man an einer Honda was machen muss, dann muss man mal irgendwie am Vergaser was machen oder auch mal reinigen und da kommt man problemlos dran. Und das ist, finde ich, super. Also das finde ich klasse. Ich habe jetzt das Modell von 2003, okay. Wir haben es jetzt 2021. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es auch bei den aktuellen Modellen ist. Aber weiter geht's hier im Programm. Als Nächstes habe ich dann mein Topcase erstmal abgenommen. Und natürlich auch den Topcase-Träger. Das ist im Grunde überall gleich. Da ist dann noch irgendwie so eine Platte drauf, so ein Deckel. Den muss man aufhebeln. Und darunter sind die ganzen Schrauben. Und die muss man dann einfach lösen und dann kann man halt die Halteplatte auch entnehmen. Aber das mache ich nicht. Da ich ja sowieso die Verkleidung abbauen will, heißt das für mich auch, dass ich den Gepäckträger, also da wo die Halteplatte drauf montiert ist, auch abnehme. Und das mache ich dann halt einfach nur mit 2 Schrauben links und rechts. Und eine dritte Schraube ist aber auch in der Mitte von dem Gepäckträger unter der Halteplatte. So, hier mache ich mal einen kurzen Exkurs, da ich ja jetzt schon mal von oben Zugriff drauf habe auf den Motor bzw. auf den Vergaser. Gucken wir zusammen kurz rein, was wir da überhaupt haben. Okay, wir sehen den Vergaser, wir sehen die Muffe zum Luftfilterkasten, wir sehen den Benzinhahn, was sehen wir noch? Viel Dreck und Staub. Ja, die Sitzbank mit dem Helmfach. Ich finde, das sollte bei jedem Roller so sein, dass man halt das Helmfach so leicht entnehmen kann. Also auf jeden Fall kommt man da problemlos dran. Jetzt werde ich halt nochmal schauen, dass ich die Verkleidung im Beinbereich abbekomme und halt die Seitenverkleidung. Und so wie es aussieht, ist das halt insgesamt, sind das halt 2 Teile. Ein linkes Teil komplett und ein rechtes Teil komplett. Und ich habe überhaupt gar keinen Schimmer, wie das gesteckt ist und wo noch Schrauben sein könnten. Bis jetzt war alles total easy, aber machen wir einfach mal weiter. So, als Nächstes wollte ich ja wie gesagt die Seitenteile bzw. die letzten 2 Teile abnehmen, aber das hat sich als Problem dargestellt, weil hinten, wo der Gepäckträger ist, ist innen drin eine Schraube. Die muss man lösen. Da ist nicht nur eine Schraube, da sind mehrere Schrauben. Und ich habe wirklich überall geguckt, ich habe auch die Blinkergläser abgemacht, ich habe geguckt, ob da noch Schrauben sind, ob man irgendwie drankommen kann. Leider ist mir was abgebrochen, ist nicht so schlimm. Das habe ich später wieder dran geklebt. Aber ich habe wirklich diese Schrauben nicht gefunden. Ich saß da wirklich 2-3 Stunden, habe geguckt, habe ein bisschen gerüttelt, ne, aber natürlich nicht so stark. Ich habe mit der Taschenlampe überall reingeleuchtet. Ne. Ich habe dann halt so diese eine versteckte Schraube da gefunden, von innen heraus. Da habe ich mich gefragt, wie haben die das denn überhaupt montiert? Wie haben die das denn? Das geht gar nicht. Dann habe ich halt so lange gesucht, bis ich keine Lust mehr hatte und ich wollte auch nichts kaputt machen. Und das Ding ist halt, wenn ihr euch fragt, ja, du hast doch super Zugriff jetzt an deinen Vergaser und so weiter und so fort, was willst du denn noch die Verkleidung da abmachen? Das reicht doch. Ja, im Grunde schon, richtig. Aber mir ging es darum,
auch wenn ich zum Beispiel mal an den Zylinder dran muss, dass ich dann auch von vorne dran kann, ja. Also so kann ich ja zum Beispiel den Zylinderkopf oder den Ventildeckel kann ich ja gar nicht abziehen richtig vernünftig. Und man kann halt viel einfacher arbeiten, wenn alles frei ist. Und deswegen war mir das wichtig, dass ich die komplette hintere Verkleidung abmachen kann. Dann habe ich geguckt, ob ich dann, wenn der hinten fest dran geschraubt bleibt, ob ich den vorne dann wenigstens noch so weit lockern kann, dass ich den Ventildeckel oder den Zylinderkopf mal irgendwie rausschieben kann. Aber ja, man kann es, also man kann es ein bisschen so nach rechts und nach links schieben, quasi biegen, ja, diese Seitenverkleidung, aber ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und dann habe ich es dann auch aufgegeben, habe dann wieder zusammengebaut, habe dann auch nochmal kurz ab- und angebaut, um zu gucken, ja, vielleicht hast du ja was übersehen, ne, das Ding ist halt bei mir immer, wenn ich was nicht schaffe, dann beunruhigt mich das ein bisschen und ich gucke dann vielleicht nach einer kleinen Pause nochmal kurz. Vielleicht sehe ich ja doch was, vielleicht habe ich das übersehen. Ne? Also wenn man sich dann kurz ausruht und danach nochmal guckt, habe ich oft die Erfahrung gemacht, bemerkt man was, was man so im Stress oder so nicht gesehen hat. Bin jetzt ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich das cool, dass man das einfach dann halt so einfach entnehmen kann. Aber andererseits finde ich es halt doof, dass es immer so schwierig ist, ja, die Verkleidung einfach komplett abzubauen, ja. Die Erfahrung habe ich jetzt eigentlich bei fast allen Rollern gemacht, dass es da immer irgendein Problem gab mit der Rollerverkleidung. Und mit dem Wissen bin ich halt auch drangegangen. Ich habe da auch schon vermutet, ja, okay, das wird vielleicht nicht so easy. Gut, deswegen macht man es ja. Ich werde das dann irgendwann nochmal gucken. Es ist halt doof, wenn man dann wirklich mal eine Reparatur machen muss. Wenn man weiß, okay, man muss ran, aber man weiß auch, dass man die Verkleidung nicht richtig abbekommt, ne? Und dann ist das schon direkt demotivierend. Und deswegen muss ich das wissen. Und das kostet halt Zeit, wisst ihr? Das kostet halt Zeit. Und vor allem dann, wenn man in Phasen nicht so viel Zeit hat und man kann sich vielleicht auch nicht immer diese Zeit nehmen und dann irgendwie ist man dann gezwungen, irgendwie externe Hilfe zu beanspruchen. Das ist eigentlich nicht so mein. Das kann ich nicht mit mir selbst vereinbaren. Ne? Das will ich damit sagen. Manchmal geht es vielleicht nicht anders, aber hey, wenn es wirklich nur um ein, zwei Paar Schrauben geht, das nicht. Also wenn das wirklich so ein Riesenberg ist und ich merke, boah, ich weiß das nicht, ich kann dies nicht, ich weiß jenes nicht, ich weiß alles nicht, dann ja, aber wenn es wirklich nur an ein paar Schrauben liegt, ne, dann gebe ich nicht auf. Die nächsten Schritte werden voraussichtlich auch jetzt, wenn jetzt nichts dazwischen kommt oder sowas, dass ich die Ventile abchecke und die Steuerkette mal überprüfe, ob die noch okay ist. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!